Zuge von E-Learning-Maßnahmen sehr oft genannt wird. Und es ist relativ schwierig, in diesem Begriffsdschungel auch den Überblick zu behalten. Und deshalb haben wir in unserem Buch L3T, Lernen und Lehren mit Technologien, welches es als Open Educational Resource, also als freie Bildungsressource, gratis im Internet beziehbar ist, also alle Kapitel können Sie unter http://l3t.eu downloaden, versucht eine Typologie für diesen Begriffsdschungel an und für sich umzusetzen. Und das hat sich also in einer sogenannten Barbecue-Typologie spiegelt sich das wieder. Und wir beschreiben einmal den klassischen Präsenzunterricht, Face-to-Face, der Lehrer zu seinen Schülern, als technologiefreien Präsenzunterricht. Das ist jenes, was wir aus der Historie in den 70er, 80er, 90er Jahren gewohnt sind, wo also ein Lehrender im Klassenraum seine Studierenden oder seine Schüler unterrichtet, wird bei uns dargestellt durch einen Spieß mit einer Wurst, wobei für die Wurst der sogenannte Face-to-Face-Unterricht steht. Wenn man jetzt also heute aber in Klassenräume hineinschaut oder in Hörsäle geht oder in sonstige Weiterbildungsmaßnahmen, dann sieht man oft, dass dort Projektoren verwendet werden, PowerPoint-Präsentationen, Videos eingesetzt werden, Bilder gezeigt werden, interaktive Elemente und so weiter und so fort. Das heißt, dass der eigentliche Face-to-Face-Unterricht durch die digitalen Medien bereits angereichert ist. Und diese Anreicherung bezeichnen wir als Technologieeinsatz im Präsenzunterricht, dargestellt durch Senf und Ketchup quasi während also des Face-to-Face-Unterrichtes. Und heute ist es aber nach wie vor so, besonders auf Universitäten und sehr großen Bildungseinrichtungen, dass man also begleitend zu seinem Präsenzunterricht, zu seinem angereicherten Unterricht, auch ein sogenanntes Lernmanagementsystem einsetzt. Das ist also ein digitales System, welches zum Beispiel erlaubt, alle Unterlagen einer Lehrveranstaltung online quasi zur Verfügung zu stellen. Dort können sich die Studierenden das runterladen. Es gibt aber auch zum Beispiel Online-Foren, Diskussionsforen. Studierende können sich austauschen, können Übungen abgeben, können Prüfungen ablegen online. Und alles dieses, wo man sagt, man begleitet einen Face-to-Face-Unterricht, der so nach wie vor sämtliche Stunden im Face-to-Face-Unterricht dargestellt ist, durch ein sogenanntes Lernmanagementsystem, dann ist es für uns der Hotdog. Das heißt also, hier wird quasi der Face-to-Face-Unterricht ständig mit einem Online-System begleitet. Der vierte Begriff ist jetzt dann das wirkliche Blended Learning. Unter Blended Learning versteht man jetzt einen Wechsel, und zwar von Präsenz und reinen Online-Phasen. Das heißt, es gibt einen Treffpunkt, einen Unterricht im herkömmlichen Sinne, auch angereichert natürlich. Danach werden Studierende in eine sogenannte Online-Phase entlassen, lernen und werden unterrichtet online. Die nächsten Lerneinheiten passieren also online. Danach trifft man sich wieder, man geht wieder in eine Online-Phase. Dargestellt durch einen Schaschlik-Spieß, in dem man sieht, hier, wo die Würste sind, sind auch wieder immer wieder die Präsenzphasen und dazwischen passieren andere Online-Elemente im Lehr- und Lernprozess. Und der letzte Punkt ist quasi das Extrem und das Gegenteil zum Face-to-Face-Unterricht, das ist der reine Online-Unterricht. Hier wird also eigentlich so, dass sich der Lehrende überhaupt nie real mit seinen Studierenden trifft und das wird dargestellt durch einen reinen Gemüsespieß. Das heißt also hier ist natürlich jetzt die Face-to-Face-Phase auf null reduziert und daher gibt es auch im letzten kein Würstchen mehr. Das ist also der reine Online-Unterricht.